In diesem Video geht es um die Strahlendosis und die Abschirmung von Strahlung. Dazu schauen wir uns ein Messgerät für die Dosisleistung an. Wir besprechen die Begriffe der Energie- und der Äquivalentdosis. Außerdem führen wir ein Experiment zur Abschirmung von Beta-Strahlung durch. Das hier ist ein Messgerät für die sogenannte Dosisleistung. Mit diesem Messgerät kann man bestimmen, wie hoch die Strahlendosis ist pro Stunde. Dadurch kann man feststellen, ob der Aufenthalt in einem bestimmten Bereich gefährlich ist oder eben nicht. Im Wesentlichen steckt in diesem Gerät ein Geiger-Müller-Zellrohr. Die Zellrate, die dieses Geiger-Müller-Zellrohr misst, wird anhand von geeichten Präparaten umgerechnet in eine Strahlendosis bzw. eine Strahlendosisleistung, die dann angegeben wird in Mikrosievert pro Stunde. Das heißt, das, was da rechts auf dem Display ganz klein steht, ist das Mikrosievert pro Stunde, Mikro SV durch H. In unserem Physikraum beträgt die Strahlendosisleistung ungefähr, ja, so circa 0,1, 0,11 ungefähr Mikrosievert pro Stunde. Oben an diesem Gerät ist ein Wahlschalter, mit dem man einstellen kann, ob man die Gammastrahlung in der Mitte oder Beta- und Gammastrahlung links oder Alpha-, Beta- und Gammastrahlung rechts messen möchte. Diese Unterscheidung wird hier nur mit Hilfe einer Blende getroffen, die vor das Geiger-Müller-Zellrohr geschoben wird. Das heißt, das ist kein Präzisionsmessgerät, mit dem man ganz genau die Anteile Alpha, Beta, Gamma auseinanderhalten kann, sondern man kann es nur ungefähr unterscheiden. Dort oben tritt die radioaktive Strahlung ein in das Geiger-Müller-Zellrohr. Zunächst befindet sich eine relativ dicke Blende aus Aluminium davor, wenn der Wahlschalter auf Gammastrahlung steht. Wir werden dann später bestimmen, wie dick denn diese Blende eigentlich sein muss. Wenn man den Schalter nach links dreht, dann misst man Beta- und Gammastrahlung, dann ist nur eine dünne Aluminiumfolie vor dem Zellrohr, sodass im Wesentlichen nur die Alpha-Strahlung abgeschirmt wird. Wenn der Schalter ganz nach rechts gedreht wird, misst man die Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlung. Dann liegt das Zellrohr frei. Das kann man hier jetzt auch ganz schön sehen. Vorne das Eintrittsfenster aus Glimmer. Genauso wie bei unserem Geiger-Müller-Zellrohr auch, das wir schon im Experiment gesehen haben, in einem der letzten Videos und auch in diesem Video wieder. Ja, allerdings, wenn man einen Alpha-Strahler messen will, dann muss er sich natürlich direkt vor diesem Zellrohr eben befinden oder eventuell auch der Radonanteil in der Luft, ja, wird vielleicht auch hier dann zum Teil gemessen. Ja, ich stelle den Wahlschalter zunächst wieder auf Gammastrahlung. Wir messen noch einmal im Physikraum. Die Dosisleistung beträgt ohne Präparat ungefähr 0,1 Mikrosievert pro Stunde. Wie gesagt, das schwankt etwas, aber im Mittel sind das ca. 0,1 Mikrosievert pro Stunde. Wir haben hier in der Sammlung ja einige radioaktive Präparate, unter anderem diese Strahlerstifte, die sich in einem Block aus Metall befinden. Diese Dose stelle ich einmal vor den Geigerzähler vor das Dosisleistungsmessgerät, genauer gesagt. Man sieht, dass die Dosisleistung direkt ansteigt auf ca. 3 Mikrosievert pro Stunde, was den normal gemessenen Wert ohne Präparat schon um das ca. 30-fache übersteigt. Ein weiteres Präparat, was wir in der Sammlung haben, ist ein Radiumpräparat. Das ist schon ein bisschen älter. Der Behälter besteht auch nur aus Glas. Das Radium ist vorne in so einen Stift eingearbeitet. Wenn ich dieses Glas vor unser Messgerät stelle, wird sofort Alarm ausgelöst. Die Alarmschwelle bei diesem Messgerät kann man individuell einstellen. In dem Fall steht sie auf 5 Mikrosievert pro Stunde. Und die Dosisleistung pendelt sich in etwa ein bei ca. 12 bis 13 Mikrosievert pro Stunde. Das ist dann schon das mehr als 100-fache dessen, was hier normalerweise im Raum gemessen wird an Gammastrahlung. Das heißt, dieses Präparat ist natürlich mit Vorsicht zu behandeln, so wie jedes radioaktive Präparat generell natürlich. Aber insbesondere sollte man hier aufpassen, das wirklich nur so lange zu benutzen, wie es unbedingt sein muss und danach sofort wieder wegzuschließen. Ja, eine interessante Frage wäre nun, wie dick muss denn das Aluminium eigentlich sein, was die Beta-Strahlung abschirmt, sodass wir im Wesentlichen nur die Gamma-Strahlung messen mit diesem Dosis-Leistungsmessgerät. Und dazu machen wir ein weiteres Experiment, diesmal mit dem anderen Geigerzähler, den ihr schon aus einem anderen Video von mir kennt, nämlich ein Experiment zur Abschirmung von Beta-Strahlung mit Aluminium. Als Beta-Strahler nehmen wir wieder unseren Strahlerstift mit Strontium-90, auch den kennen wir schon aus einem der vorangegangenen Videos. SR90 steht für Strontium 90, das ist ein Beta-Minus-Strahler. Das Präparat wird zunächst direkt gegenüber von dem Zellrohr platziert.
Links der Strahlerstift, rechts das Geiger-Müller-Zellrohr. Ganz links auf dem Tisch der Zähler und Timer mit dem Gate für 10 Sekunden gleich jeweils. Und in der Mitte zwischen Präparat und dem Zählrohr habe ich eine weitere Klammer hinzugefügt, in die ich gleich verschiedene Aluminiumbleche einspanne. Am Gate stelle ich 10 Sekunden ein, das heißt, das Zählrohr misst immer für 10 Sekunden die Zahl der Impulse. Das Ganze mache ich jeweils 5-mal. Wir rechnen daraus jeweils einen Mittelwert aus. Zunächst 5 Messungen ohne eine Abschirmung, wenn das Präparat einfach direkt gegenüber vom Geigerzähler steht. Der erste Messwert beträgt 3199 Impulse. Der zweite Wert 3060. Der dritte 3208. Der vierte 3141. Und der fünfte 3277. Ja, unsere Frage war ja, wie können wir Beta-Strahlung effektiv abschirmen? Wir hatten in einem der letzten Videos beim Thema Zerfallsarten schon gesehen, dass man Beta-Strahlung prinzipiell mit Aluminium abschirmen kann. Deswegen verwende ich hier auch Aluminiumbleche und zwar mit einer Dicke von 0,5 mm. Als erstes spanne ich ein Aluminiumblech mit 0,5 mm Dicke in diese Halterung zwischen Präparat und Zählrohr ein. Wir starten erneut 5-mal die Messung. Der erste Messwert ist 1632. Der zweite 1646. Der dritte 1671. Der vierte 1666. Und der fünfte 1660. Bei einer Verwendung von 0,5 mm Aluminium haben wir also fast eine Halbierung der Zählrate. Aber genau auswerten werden wir das später mit einem entsprechenden Diagramm. Danach spanne ich in die Halterung ein weiteres Aluminiumblech ein. Auch das hat eine Dicke von 0,5 mm. Der erste Messwert ist dann 874. Der nächste 927. Achthundertneunundneunzig. Achthundertvierundsiebzig. 873. Es folgt das dritte Blech. Wir haben insgesamt nun 1,5 mm Aluminium zwischen dem Präparat und dem Zählrohr. Der erste Wert ist 419. Der zweite 420.
384. Und 381. Das nächste Blech wird eingespannt. Wir haben nun eine Schichtdicke von 2 mm. Und erhalten 147 Impulse. Einhundertdreiundfünfzig, 166 und 154. Bei 2,5 mm haben wir folgende Werte. 59 42 55 58 und 44. Ja, es folgt das letzte Blech noch. Dann haben wir eine Schichtdicke von 3 mm. Man kann das Ganze natürlich noch weiter unterteilen, indem man nicht 0,5 mm Bleche nimmt, sondern dünnere Bleche. Aber für dieses Video soll das mal so genügen. Wir haben bei 3 mm eine Zählrate von 18 Impulsen in 10 Sekunden. Dann einmal 19. Noch einmal 19. Neunundzwanzig. Und der letzte Wert ist 14. So, eine wichtige Sache muss ich jetzt allerdings noch machen. Erstmal das Präparat entfernen, auch die Aluminiumbleche nehme ich wieder raus. Ich muss nämlich noch die Nullrate bestimmen, denn wir haben ja auch schon gelernt, dass das Geiger-Müller-Zellrohr auch ohne Präparat schon eine gewisse Zahl von Impulsen misst. Und das sind hier immerhin in 10 Sekunden 5 Impulse bei der ersten Messung.
Bei der zweiten sind es 2. Bei der dritten sind es 3 Impulse. Noch einmal 3. Und zu guter Letzt noch einmal 3. So, diese Nullrate, auch davon muss ich einen Durchschnitt bilden und den dann von den anderen Messwerten jeweils abziehen. Das werde ich dann gleich in der Tabelle machen, in der Excel-Tabelle. Strahlendosis und Strahlenbelastung, erstmal etwas Theorie dazu. Die Strahlenbelastung durch ionisierende Strahlung wird bei den meisten Messgeräten durch die sogenannte Dosisleistung angegeben. Die radioaktive Strahlung wirkt ionisierend. Sie bewirkt, siehe Video zum Thema Strahlungsarten, dass aus einem neutralen Atom ein Ion wird. Wenn diese Ionisation in Körperzellen stattfindet, ist das sehr schädlich für die Gesundheit. Je mehr Energie in Form von ionisierender Strahlung vom Körpergewebe pro Körpermasse absorbiert, also aufgenommen wird, desto höher ist die Dosis und desto schädlicher die Wirkung. Die Dosisleistung ist die vom Körpergewebe aufgenommene Energiedosis oder Äquivalentdosis pro Zeit. Das heißt, dann wird die Dosis pro Zeit gerechnet, wenn man von der Dosisleistung redet. Was ist nun eine Energiedosis oder eine Äquivalentdosis? Diese Begriffe müssen wir zuerst klären, bevor wir dann weitergehen. Für die einfache Energiedosis gilt, Energiedosis ist gleich absorbierte Energie geteilt durch Masse. In unserem Fall dann die vom Körper aufgenommene Energie durch die Körpermasse. D ist gleich E durch M. Die Energiedosis wird mit D abgekürzt. Das ist das Symbol für die Energiedosis. Die Energie mit E und die Masse mit M. Die Einheit ist ein Joule pro Kilogramm. Das nennt man auch ein Gray, abgekürzt GY, benannt nach Lewis Harold Gray, einem britischen Physiker, der sich damit auseinandergesetzt hat. Für die bewertete Energiedosis, auch Äquivalentdosis genannt, gilt, Äquivalentdosis ist gleich Qualitätsfaktor mal Energiedosis. Die Äquivalentdosis bekommt den Buchstaben H, der Qualitätsfaktor wird mit Q abgekürzt und die Energiedosis hatten wir ja schon gesehen mit D. Die Äquivalentdosis ist also die Energiedosis multipliziert mit einem Qualitätsfaktor und dieser Qualitätsfaktor Q, der hängt ab von der Strahlungsart. Mit D gleich E durch M gilt, H ist gleich Q mal E durch M, soll auch bedeuten, dass wenn der Qualitätsfaktor Q keine Einheit hat, dimensionslos ist, dann ist ebenfalls die Einheit 1 Joule pro Kilogramm hier für die Äquivalentdosis gültig. Diese nennt man allerdings jetzt nicht Gray, sondern Sievert, obwohl es physikalisch dasselbe ist, weil man daran dann sofort sehen kann, ob das eben die Äquivalentdosis ist oder die Energiedosis. Ja, benannt ist dieses Sievert, die Einheit Sievert nach Rolf Sievert, einem schwedischen Physiker. Man unterscheidet Gray und Sievert, damit sofort klar ist, ob die Art der Strahlung berücksichtigt wurde. Ansonsten sind die Einheiten physikalisch gleich. Mit dem Qualitätsfaktor Q wird einberechnet, dass Alpha-Strahlung für den Körper viel schädlicher ist als Beta- oder Gamma-Strahlung, denn die Alpha-Strahlung erzeugt mehr Zellschäden pro Volumen und macht damit eine Reparatur durch die körpereigene Abwehr unwahrscheinlicher. Wenn eine Dosis aufgenommen wird von beispielsweise einem Joule durch Gamma-Strahlung, ist das unschädlicher als ein Joule durch Alpha-Strahlung, weil die Alpha-Strahlung, obwohl die Energiemenge gleich ist, insgesamt mehr Zellschäden pro Volumen erzeugt, die dann wiederum schlechter vom Körper repariert werden können. Deswegen ist trotz gleicher Energiemenge die Alpha-Strahlung wesentlich schädlicher als die Beta- oder die Gamma-Strahlung. Und dieser einfache Qualitätsfaktor Q, den wir hier erstmal betrachten, der beträgt für Alpha-Strahlung je nach Energie bis zu 20 und für Beta- und für Gamma-Strahlung, für Photonen allgemein, auch für die Röntgenstrahlung beträgt er 1. Da ist dann die Energiedosis gleich der Äquivalentdosis für Alpha-Strahlung. Allerdings nicht. Erstmal zum Thema, was ist eigentlich so der normale Bereich in Anführungszeichen, dem wir tagtäglich ausgesetzt sind? Die Strahlenexposition, das heißt die Strahlenbelastung eines Menschen, hat einerseits einen natürlichen Ursprung. Die entsprechende Äquivalentdosis beträgt insgesamt durch diese natürlichen Faktoren 2,1 Millisievert in einem Jahr, also 2,1 MSV, 1000 Sievert in einem Jahr. Ja, wo kommt das her? Aus der kosmischen Strahlung. Das sind hochenergetische Teilchenstrahlungen und Gammastrahlung aus dem Weltraum. Das macht ungefähr 0,3 Millisievert pro Jahr aus. Die Inhalation von Radon und die Ansammlung der Folgeprodukte im Körper machen immerhin 1,1 Millisievert im Jahr aus. Das ist also ein wesentlicher Teil der Strahlenbelastung. Auch die Folgeprodukte vom Radon, zum Beispiel Polonium, die bleiben zunächst im Körper drin und emittieren dort auch wiederum Strahlung. Zum
größten Teil Alpha-Strahlung, also eine große Energiemenge jeweils, durch diesen Qualitätsfaktor natürlich auch sehr schädlich für den Körper. Deswegen ist die Strahlendosis da relativ hoch durch das Radon. Des Weiteren gibt es den natürlichen Bereich der terrestrischen Strahlung aus Böden und Gesteinen, wo eben natürlicherweise Nuklide vorhanden sind, die radioaktiv sind. Das macht ungefähr 0,4 Millisievert pro Jahr aus. Und die Aufnahme von Radionukliden durch die Nahrung macht auch nochmal 0,3 Millisievert pro Jahr aus. Allerdings gibt es auch künstliche Quellen für Strahlenbelastungen. Das ist im Wesentlichen die Medizin und dort wiederum im Wesentlichen die Röntgenstrahlung oder auch Radiopharmaka für Diagnostik und für Therapie. Das macht ungefähr 1,9 Millisievert pro Jahr aus im Durchschnitt. Das kann natürlich von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich sein. Je nachdem, wenn ihr jetzt 5 Röntgenuntersuchungen im Jahr habt, dann ist die Strahlenbelastung natürlich wesentlich höher, als wenn ihr gar nicht geröntgt worden seid innerhalb eines Jahres. Im Durchschnitt in Deutschland macht das so ungefähr 1,9 Millisievert pro Jahr aus. Des Weiteren sind auch Kraftwerke, zum Beispiel Atom- oder Kohlekraftwerke im Betrieb, Quellen für eine Strahlenbelastung. Bei Atomkraftwerken ist das, denke ich mal, klar. Gerade bei Siedewasserreaktoren ist das so, dass da ein Teil der Radioaktivität auch freigesetzt werden kann. Es gab natürlich auch zahlreiche Unfälle in Atomkraftwerken schon, nicht nur in Tschernobyl, Fukushima, sondern auch in Deutschland wurde hier und da aus kerntechnischen Anlagen schon Radioaktivität freigesetzt. Was hat es mit den Kohlekraftwerken auf sich? Naja, wenn man Kohle verbrennt, ist da eben auch zum Teil ein kleines bisschen Uran oder auch Thorium mit drin und auch das wird dann eben in die Atmosphäre freigesetzt. Das heißt, auch da hat man dann eine Strahlenbelastung. Ja, des Weiteren Unfälle in Atomkraftwerken, das habe ich gerade schon angesprochen. Die Atombombentests, die insbesondere in den 40er, 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts durchgeführt wurden, die haben einen enormen Anteil an der Freisetzung von Plutonium insbesondere gehabt, auch an anderen Radionukliden. Früher wurde auch Atommüll beispielsweise verklappt, das heißt einfach ins Meer geworfen. Das reichert sich dann auch wieder irgendwann in der Nahrungskette an und ja, wir sind denen dann wieder ausgesetzt. Also das sind auch alles künstliche Quellen für Strahlenbelastungen. Allerdings macht hier die Medizin natürlich den weitaus größten Teil aus. Unser Strahlenmessgerät zeigt die Äquivalentdosis pro Stunde, also die Dosisleistung an. Im Gerät befindet sich ein Geigerzähler. Die Zählrate wird anhand von geeichten, also amtlich geprüften Präparaten in eine Dosisangabe umgerechnet. Bei einem geeichten Präparat weiß man erstmal, welches Nuklid sich darin befindet, welche Energie dort pro Zerfall freigesetzt wird. Das kann man dann also umrechnen in eine Energie, die auf den menschlichen Körper in einem bestimmten Abstand übertragen wird. So wird das umgerechnet. Diese Messungen sind nicht besonders präzise, eben deswegen, weil das einfach anhand von bestimmten Präparaten gemacht wird und weil in dem Messgerät dann eben nur ein Geigerzähler drin steckt, der ja einfach eine Zellrate misst und eben nicht genau die Energie misst von einem Zerfall. Diese Werte ermöglichen nur näherungsweise Aussagen über ein mögliches Gefährdungspotenzial. Das heißt, mit diesem Messgerät kann man in erster Linie bestimmen, ob man sich in einem gefährlichen Bereich befindet oder ob die Strahlung so in etwa im Bereich der normalen Hintergrundstrahlung liegt. Unser Messgerät zeigt für die Gammastrahlung ohne Präparat etwa 0,1 Mikrosievert pro Stunde an. Umgerechnet auf ein Jahr sind das H gleich 0,1 mal 10 hoch minus 6 Sievert pro Stunde. Also ein Mikrosievert sind ja 10 hoch minus 6 Sievert mal 24 mal 365 Stunden. Das ergibt 0,876 mal 10 hoch minus 3 Sievert. Das sind 0,876 Millisievert. Das heißt, durch die Gammastrahlung, die wir hier im Physikraum messen, beträgt pro Jahr die Strahlenbelastung 0,9 Millisievert. Ja, wenn ich dann das Radon dazu rechne, unter anderem, dann komme ich ja etwa auf die 2 Millisievert im Jahr. Kommen wir noch zu den Bereichen Organdosis und effektive Dosis. Das erzähle ich jetzt allerdings hier nur theoretisch, ohne Beispielrechnungen. Der Vollständigkeit halber, weil das in manchen Physikbüchern etwas vermischt wird. Es gibt den Qualitätsfaktor Q, den wir vorhin oben besprochen haben, den ich hier allerdings nur zum allgemeinen Verständnis der Begriffe der Energiedosis und der Äquivalentdosis verwendet habe. Für die Berechnungen der Organdosis und der effektiven Dosis bei radiologischen Untersuchungen und Therapien sind die Strahlungswichtungsfaktoren WR und die Gewebewichtungsfaktoren WT entscheidend. Der Strahlungswichtungsfaktor WR ist ein ähnlicher Faktor wie der Qualitätsfaktor Q. Und bei medizinischen Untersuchungen oder auch Therapien ist in den meisten Fällen die effektive Dosis ausschlaggebend. Das heißt, daran wird dann eben abgeschätzt, ob die Untersuchung oder Therapie sinnvoll ist oder eben nicht. Für Alpha-Strahlung ist WR, also der Strahlungswichtungsfaktor, gleich 20. Für Beta-, Minus- und Gamma-Strahlung sowie Röntgenstrahlung ist WR gleich 1. Alpha-Strahlung erzeugt im Vergleich zu den anderen Strahlungsarten auf kleinem Raum sehr viele Ionenpaare. Bei dieser sehr hohen Ionisationsdichte ist eine körpereigene Reparatur der Schäden weniger wahrscheinlich als bei einer geringen Ionisationsdichte. Für die Organdosis ist außerdem zu berücksichtigen, dass manche Organe gezielt bestimmte Radiopharmaka, also Radionuklide mit Trägermolekül, aufnehmen. Die Strahlendosis in diesen Organen ist dann viel höher
höher als die einfache Äquivalentdosis für den ganzen Körper, weil das einzelne Organ ja weniger Masse besitzt und eben das Radiopharmakon gezielt aufnimmt. Diese Radiopharmaka, die enthalten ein Radionuklid, was eben instabil ist, gebunden an ein Trägermolekül. Und dieses Trägermolekül ist eben genau so abgestimmt, dass es von einem bestimmten Organ insbesondere aufgenommen wird oder von ganz bestimmten Zellen. Ja, und die Organdosis, die man dadurch ausrechnen kann, ist HT. T steht für Tissue, für Gewebe. HT ist gleich WR mal E-Organ geteilt durch M-Organ. So, und diese Strahlenwichtungsfaktoren, die sind ähnlich wie dieser Qualitätsfaktor, den wir vorhin schon gesehen haben. Alpha-Strahlung, da ist WR gleich 20. Für Beta- und für Gamma-Strahlung ist WR gleich 1. Für Neutronen je nach Energie 5 bis 20 und bei Protonen gleich 5. Also es gibt auch mittlerweile medizinische Therapieverfahren, bei denen schnelle Protonen genutzt werden, hochenergetische Protonen. Da könnt ihr euch das Video zum Thema Zyklotron nochmal ansehen, da habe ich das unter anderem gezeigt. Um eine gezielte Risikoprognose im Vergleich zu einer Ganzkörperbelastung zu erstellen, müssen nun alle Belastungen aller Organe aufaddiert werden. Außerdem muss noch einbezogen werden, dass verschiedene Organe unterschiedlich empfindlich gegenüber ionisierender Strahlung sind. Und damit gelangt man dann letztendlich zur effektiven Dosis HE. HE berechnet sich zu der Summe aus allen Gewebewichtungsfaktoren mal der jeweiligen Organdosis. Die Summe aller Gewebewichtungsfaktoren, die sind hier nicht alle aufgelistet, ist insgesamt gleich 1. Ja, das heißt, man addiert quasi alle Belastungen von allen Körperorganen zusammen. Ja, diese Gewebewichtungsfaktoren, die sind für die verschiedenen Körperorgane sehr unterschiedlich. Also beim Magen zum Beispiel 0,12, bei der Leber 0,04, bei der Haut 0,01. Also das ist je nach Organ unterschiedlich. So, und jetzt muss ich eben alle Organdosen, die wir erstmal ausgerechnet haben, dann aufaddieren mit den jeweiligen Gewebewichtungsfaktoren, die alle kleiner sind als 1, insgesamt dann 1 ergeben. Damit erhalte ich letztendlich die effektive Dosis. Häufige Untersuchungen seht ihr links in der Tabelle, rechts dann eben die effektive Dosis. Eine einfache Röntgenaufnahme der Hand, die würde zum Beispiel, da habe ich verschiedene Angaben gefunden, zwischen 0,01 bis 0,1 Millisievert an Strahlendosis liefern, an effektiver Strahlendosis. Eine Panoramaaufnahme der Zähne, die häufig gemacht wird bei Jugendlichen, wenn sie eine Zahnspange bekommen, beträgt ungefähr 0,05 Millisievert. Eine Mammographie, eine Vorsorgeuntersuchung bei Frauen, da beträgt die Strahlendosis etwa 0,2 bis 0,6 Millisievert. Das ist schon nicht wenig, das ist schon ungefähr ein Viertel der jährlichen natürlichen Strahlendosis. Eine Computertomographie, die hat allerdings nochmal ganz andere Werte. Das ist also eine CT-Untersuchung. Da stecken auch Röntgengeräte drin, da werden ganz viele Röntgenbilder gemacht und dann zu einem dreidimensionalen Bild zusammengefügt, zu sogenannten Schnittbildern, die man sich dann so schichtweise angucken kann. Da beträgt die Strahlendosis 2 bis 4 Millisievert, das heißt schon im Bereich der ganzen Jahresdosis. Eine Untersuchung mit Technetium, die relativ häufig gemacht wird heutzutage, TC99M, die verursacht etwa 5 Millisievert laut der Herstellerangabe des Radionuklids, die ich im Internet gefunden habe. Ein CT vom Bauchraum verursacht somit die größte Strahlendosis in der Medizin, nämlich 10 bis 25 Millisievert. Bei all diesen Untersuchungen muss jeweils abgewogen werden, wo ist der Nutzen und wo ist der Schaden. Also ein CT vom Bauchraum beispielsweise würde man wahrscheinlich nur in einem Notfall machen, wenn schon klar ist, es ist eine Bauchverletzung da, eine innere Verletzung und man muss genau gucken, wo denn diese Verletzung liegt und wie schwer sie ist, was man dann eben mit einem Ultraschall beispielsweise nicht mehr hinbekommen kann. Das könnte man dann mit einem CT machen. So eine Untersuchung würde aber nicht einfach so von vornherein mal gemacht, um mal zu gucken, ob alles in Ordnung ist, weil da die Strahlendosis dann viel zu hoch wäre. Ja, ich kann euch nur empfehlen, falls ihr häufig geröntgt werdet aus irgendwelchen medizinischen Gründen, dann legt euch einen Röntgenpass zu, ja, in dem dann genau drinsteht, wann welche Untersuchung gemacht worden ist. Lasst euch nach Möglichkeit auch die Röntgenbilder mitgeben, damit eben nicht zu viele Untersuchungen gemacht werden, damit man direkt in der nächsten Praxis auch seine Bilder vorstellen kann. Welche Auswirkungen kann diese Strahlung allgemein haben? Es gibt einmal die stochastische Strahlenwirkung. Das sind meistens Krebserkrankungen. Die treten häufig erst nach vielen Jahren auf, nach einer Strahlenbelastung. Je höher die Dosis, desto höher die Wahrscheinlichkeit für eine Erkrankung. Aber die Schwere der Erkrankung, die ist nicht abhängig von der Dosis. Es gibt dort keinen Schwellenwert, wo man sagen kann, ab der und der Dosis, da entsteht später die und die Erkrankung. Es gibt darüber hinaus die deterministischen Strahlenwirkungen. Das sind sofortige Gesundheitsschäden innerhalb von einigen Tagen oder Wochen. Die treten sofort nach sehr hohen Strahlendosen auf, zeigen sich unter anderem durch Hautverbrennungen, durch Haarausfall, durch Veränderungen im Blutbild, durch Übelkeit, Schwäche, Blutungen und so weiter. Das kann sogar bis zum Tod führen. Hier gilt im Gegensatz zu den stochastischen Schäden, dass je höher die Dosis, desto schwerer die gesundheitlichen Schäden. Der Schwellenwert für diese Strahlenkrankheit, in Anführungszeichen, der liegt ungefähr bei 0,2 Sievert, also bei 200 Millisievert, ungefähr das Hundertfache der jährlichen Dosis durch die natürliche Strahlung. Und Dosen von 3 Sievert, das heißt ungefähr 3000 Millisievert, die sind meistens tödlich. Solche deterministischen Strahlenwirkungen konnte man
man leider beobachten bei der Tschernobyl-Katastrophe beispielsweise oder nach dem Atombombenabwurf über Hiroshima und Nagasaki. Unterteilen kann man außerdem somatische Gesundheitsschäden, die betreffen die Person, die der Strahlung ausgesetzt war, selbst, und genetische Gesundheitsschäden, die betreffen die zukünftigen Kinder der Person. Das heißt, da kann auch das Erbgut geschädigt werden einer bestimmten Person und die Kinder der Person, die tragen dann einen Schaden davon. Das ist auch gerade das Heimtückische an der Strahlung, dass sich die Wirkung oft erst viel später zeigt. Es gibt zum Beispiel bei der Tschernobyl-Katastrophe im Prinzip keine wirkliche Statistik, welche Krebserkrankungen jetzt durch diese Katastrophe ausgelöst wurden, weil man da nie sicher sagen kann, wurde das denn wirklich genau dadurch ausgelöst oder gab es da nicht noch andere Faktoren? Ja, zum Thema Strahlenschutz, auch dazu haben wir am Anfang ein Experiment gesehen, Abschirmung von Strahlung. Bei Röntgenuntersuchungen werden die Bereiche des Körpers, die nicht untersucht werden sollen, mit Bleimatten abgedeckt. Da könnte man fragen, wie dick müssen denn diese Bleimatten sein? Bei unserem Strahlungsmessgerät wird mit einer Blende aus Aluminium die Beta-Strahlung abgeschirmt. Wie dick muss diese Blende sein? Das hatte ich ja am Anfang schon gefragt. Wie dick müssen zum Beispiel die Wände eines Castor-Behälters sein, damit man sich da zumindest eine gewisse Zeit als Arbeiter da in der Nähe aufhalten kann? Also Fragen über Fragen. Wir sehen uns die prinzipielle Vorgehensweise zur Beantwortung dieser Fragen an folgendem Beispiel an, nämlich an der Abschirmung von Beta-Strahlung des Präparates Strontium 90. Die Abschirmung von Beta-Strahlung mit Aluminium. Wir brauchen folgendes Material für diesen Versuch. Ein radioaktives Präparat, den Strahlerstift Strontium 90, 90 SR, ein Beta-Minus-Strahler. Aluminiumbleche mit 0,5 mm Dicke, ein Geiger-Müller-Zählrohr mit Zähler und Timer und das entsprechende Stativmaterial. Den Aufbau haben wir vorhin schon gesehen, den habe ich hier noch einmal mit einem Bild eingefügt. Durchführung. Der Strahlerstift wird direkt gegenüber vom Zählrohr in einigen Zentimetern Abstand positioniert. Die Anzahl der Impulse wird für jeweils 10 Sekunden mehrfach gemessen. Daraus wird ein Mittelwert gebildet. Danach stellt man ein Aluminiumblech mit 0,5 mm Dicke zwischen Präparat und Geigerzähler und misst erneut die Zählrate mehrmals, also jeweils die Impulse pro 10 Sekunden. Damit wird wieder ein Mittelwert gebildet. Die Schichtdicke wird schrittweise bis zu einer Gesamtdicke von 3 mm, also 6 Bleche mit je 0,5 mm Dicke erhöht. Dazu wird jeweils die gemittelte Zählrate bestimmt und zum Schluss wird noch die gemittelte Nullrate gemessen. Diese muss jeweils von den anderen Messwerten abgezogen werden. Wichtig ist außerdem noch, die Aktivität des Präparates muss in der Zeit des Experimentierens näherungsweise konstant sein und der Abstand zwischen Präparat und Zählrohr darf nicht verändert werden. Messwerte, die Nullrate beträgt im Mittel 3 Impulse pro 10 Sekunden. Die Zählraten sind hier bereits korrigiert. Die Schichtdicke des Aluminiums bezeichne ich mit D. Die Zählrate bezeichne ich ausnahmsweise mit Z. Im Metzlerbuch steht die meistens mit N. Das heißt, wir machen uns eine Tabelle, D in Millimetern und Z in Impulsen pro 10 Sekunden. Ich habe das hier schon, also den Mittelwert gebildet und die Nullrate davon, den Mittelwert der Nullrate davon jeweils auch abgezogen. Ja, wie habe ich das gerechnet? Ich zeige das mal eben in der Excel-Tabelle. Also einmal die Schichtdicke in Millimetern links und rechts dann die Zählrate in Impulsen pro 10 Sekunden. Da hatten wir jeweils 5 Messungen. Ich addiere diese 5 Messungen aufeinander, zum Beispiel 3199 plus 3060 plus 3208 plus 3141 plus 3277. Das Ganze teile ich dann durch 5, dann habe ich den Mittelwert und ich ziehe davon 3 Impulse ab durch die Nullrate. Das spielt jetzt hier keine große Rolle bei den ersten Messwerten, aber bei den letzten dann schon. Ja, das sind dann 3174 Impulse in 10 Sekunden. So, das gleiche mache ich dann für die anderen Werte auch. Ja, bei diesen Messwerten, da klicke ich noch mit rechts drauf, gehe dann auf Zellen formatieren und stelle die Zahl mit 0 Nachkommastellen ein, einfach gerundet, damit wir hier ganze Impulse haben. Des Weiteren gehe ich oben auf Einfügen, dann auf ein Punktdiagramm. Und ja, Excel hat das hier schon automatisch reingezogen. Ich füge einen Titel ein, Abschirmung von Beta-Strahlung. Die X-Achse nenne ich die Schichtdicke D in Millimetern und die Y-Achse nenne ich die Zählrate in Impulsen durch 10 Sekunden. So, man sieht schon, dass das hier keine lineare Funktion ist, sondern wieder irgendwas Exponentielles und es erinnert so ein bisschen daran an das Gesetz zum radioaktiven Zerfall bezogen auf die Zeit. Das heißt, es scheint so zu sein, dass bei einer bestimmten Schichtdicke, so in etwa bei etwas weniger als 0,5 Millimetern, sich diese Zählrate immer halbiert. So, und deswegen macht es ja Sinn, mal zu schauen, zu prüfen, ob das wirklich eine exponentielle Geschichte ist, so wie bei der Halbwertszeit eben auch, ob es da so eine Art Halbwertsdicke eben auch gibt. Ja, und das können wir wiederum machen durch eine logarithmische Darstellung. Das heißt, ich logarithmiere jetzt die Zählrate in einer weiteren Tabellenspalte, ln der Zählrate. Auch das trage ich in einem Diagramm auf. X-Werte sind wieder die Schichtdickenwerte und die Y-Werte sind dann die logarithmierten Zählraten.
So, und da kann man sehen, dass das, naja, so näherungsweise in Richtung einer linearen Funktion geht. Ja, das habe ich jetzt hier die halblogarithmische Darstellung genannt. Die Werte an sich sind logarithmiert, die Zählratenwerte. So, und wenn ich hier einmal eine Trendlinie einfüge, also mit der rechten Maustaste auf einen der Messwerte, dann auf Trendlinie hinzufügen, dann sieht das Ganze schon gar nicht so verkehrt aus, wenn ich da eine lineare Trendlinie auswähle. Ja, ich lasse mir auch wieder die Formel im Diagramm anzeigen. Das sind jetzt 1,7521 mal x plus 8,3428. Wir gehen wieder zurück in die Word-Datei. Ich habe hier die Tabellenwerte nochmal und auch das erste Diagramm sowie das logarithmierte Diagramm mit den logarithmierten Werten auf der Y-Achse. Die Steigung beträgt minus 1,7521. Und ihr erinnert euch noch, die Steigung in einem solchen halblogarithmischen Diagramm entspricht ja dann der, ja, beim Zerfallsgesetz war das die Zerfallskonstante, Lambda. Hier nennt man das Ding nicht Zerfallskonstante, sondern man nennt das den Schwächungskoeffizienten K. Es gibt da natürlich auch andere Symbole für. Ich habe jetzt hier das Symbol K gewählt. Also Ergebnis, vermutlich liegt eine ähnliche Gesetzmäßigkeit vor wie beim zeitlichen Verlauf des radioaktiven Zerfalls. Bei einer bestimmten Abschirmungsdicke wird die Zellrate jeweils halbiert, das heißt, es gibt eine Halbwertsdicke dH und einen Schwächungskoeffizienten K. Z von D ist gleich Z0 mal E hoch minus K mal D. Also die Zellrate abhängig von der Dicke D ist gleich der Anfangszellrate mal E hoch minus unserem Schwächungskoeffizienten mal der Dicke D. Für den Zusammenhang zwischen der Halbwertsdicke dH und dem Schwächungskoeffizienten K muss gelten, K ist gleich ln von 2 durch dH. Das ist ja derselbe Zusammenhang wie der zwischen der Zerfallskonstanten und der Halbwertszeit. Da kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, nochmal das Video zur Halbwertszeit anzuschauen. K ist gleich ln von 2 durch dH. Oder dH ist gleich ln von 2 durch k. Der Schwächungskoeffizient entspricht, ähnlich wie die Zerfallskonstante Lambda im Zerfallsgesetz, der Steigung im halblogarithmischen Diagramm. Hier also k gleich 1,7521 pro Millimeter. Genauer gesagt, k entspricht dem Betrag dieser Steigung. Da steht ja noch ein Minuszeichen vor. Wenn wir das für unsere Messwerte machen, dann gilt dH ist gleich, also die Halbwertsdicke ist gleich ln von 2 geteilt durch k, ist gleich ln von 2 geteilt durch 1,7521 mal 1 durch Millimeter. Das ergibt 0,396 mm, also ungefähr 0,4 mm. Soll heißen, die Halbwertsdicke dH beträgt etwa 0,4 mm Aluminium. Mit Aluminium der Dicke 0,4 mm wird die Zellrate näherungsweise halbiert. Ja, machen wir doch dazu mal eine Beispielaufgabe. Berechnen Sie die Zellrate in unserem Experiment für eine Schicht von D gleich 1,25 mm Aluminium und der Anfangszellrate 3174. Ja, da kann ich euch wieder empfehlen, einmal selber üben und danach erst die Lösung anschauen, die ich jetzt zeige. Die Zellrate abhängig von D ist gleich Z0 mal E hoch minus K mal D. Z von 1,25 mm ist gleich 3174 mal E hoch minus 1,7521 mal 1 durch Millimeter mal 1,25 mm. Das ist gleich 355. Das heißt, in 10 Sekunden würde das Zellrohr ungefähr 355 Impulse messen im Mittel. Des Weiteren können wir uns fragen, wie groß muss denn die Schichtdicke D 1% sein, sodass die Zellrate nur noch 1% der ursprünglichen Zellrate entspricht. Ja, auch da versucht das mal selber zu lösen. Und hier kommt die Lösung. Z von D ist gleich Z0 mal E hoch minus K mal D. Z von D muss in dem Fall gleich 0,01 mal Z0 sein. 1% sind ja 0,01. Z von D geteilt durch Z0 ist also gleich 1% gleich 0,01. Heißt, 0,01 ist gleich E hoch minus K mal D. Um den Exponenten zu berechnen, müssen wir diese Gleichung logarithmieren. Praktischerweise nehmen wir den natürlichen Logarithmus ln. Ln von 0,01 ist gleich ln von E hoch minus K mal D. Nach den Logarithmengesetzen gilt ln von 0,01 ist gleich minus k mal d und d ist gleich ln von 0,01 geteilt durch minus k. Wir setzen die Werte ein. Ln von 0,01 geteilt durch minus 1,7521 mal 1 durch Millimeter ist gleich 2,63 mm. Das heißt, bei einer Aluminiumschicht mit der Dicke d 1% gleich 2,63 mm trifft nur noch ungefähr 1% der Strahlung auf den Detektor. Ja, und das gleiche kann ich jetzt natürlich auch mit anderen Prozentzahlen machen, dort die Schichtdicke auszurechnen. Bei unserem Dosis-Leistungsmessgerät beträgt die Dicke etwa 3 mm, soweit ich weiß. Eine Ergänzung noch zu diesem Video, was den Strahlenschutz betrifft. Insbesondere bei Röntgenstrahlung muss die Energie der Photonen natürlich auch mit einbezogen werden. Wir haben ja in der Q1 schon gelernt, dass E gleich H mal F ist für Photonen, auch für Röntgenphotonen, ist gleich H mal C durch Lambda. Das heißt, Photonen mit einer kleinen Wellenlänge, Röntgenstrahlung mit einer kleinen Wellenlänge, hat eine hohe Energie. Bei einer großen Wellenlänge ist die Energie eher klein. Und harte Röntgenstrahlung mit kleinen Wellenlängen und hohen Photonenenergien durchdringt Aluminium zum Beispiel oder generell Abschirmungen stärker als weiche Röntgenstrahlung.
dunklen Strahlung mit größeren Wellenlängen und kleineren Photonenenergien. Auch das muss man bei der Konstruktion von Röntgenröhren an sich oder dann eben auch bei Bleiabschirmungen für den Patienten mit berücksichtigen. Röntgenröhren haben meistens ein Austrittsfenster aus Aluminium. Das heißt, da tritt die Röntgenstrahlung nicht einfach durch Glas durch, sondern da ist ein Aluminiumfilter vor. Durch dieses Fenster wird die Strahlung aufgehärtet, in Anführungszeichen. Nur der höher energetische Anteil der Röntgenstrahlung trifft auf den Patienten. Das klingt erstmal falsch, hat aber einen Sinn, denn dadurch wird der unnötige Anteil der Röntgenstrahlung, der vom Patienten sowieso komplett absorbiert wird und gar nicht zur Bildgebung beiträgt, abgeschirmt. Das heißt, durch dieses Aluminiumfenster, durch diesen Aluminiumfilter wird die Dosis für den Patienten geringer als ohne Abschirmung, aber bei gleicher Bildgebung. Außerdem erhält der Patient natürlich eine Bleiabschirmung an den Körperstellen, die nicht durchleuchtet werden sollen. Und Achtung, Röntgenstrahlung wird durch Körpergewebe in alle Richtungen gestreut, auch durch den Tisch beispielsweise, wo der Patient drauf liegt. Deswegen muss natürlich auch das medizinische Personal vor der Strahlung geschützt werden. Das geschieht meistens dadurch, dass das medizinische Personal, das diese Aufnahmen macht, dann ganz einfach aus dem Raum rausgeht, wenn das Bild gemacht wird. Stoffe mit großer Ordnungszahl und hoher Dichte, zum Beispiel Blei, schirmen besser ab als Stoffe mit geringer Ordnungszahl und geringerer Dichte. Die Wechselwirkungen, die zur Abschirmung von Röntgenstrahlung führen, sind einmal der Fotoeffekt, die Compton-Streuung oder der Compton-Effekt und bei sehr hohen Energien auch die Paarbildung. Das heißt, wenn ihr euch jetzt fragt, warum wird da eigentlich diese Strahlung abgeschirmt, was passiert da eigentlich in dem Material? Also das ist im Wesentlichen der Fotoeffekt und der Compton-Effekt. Ja, das war's für das Video zum Thema Strahlendosis und Strahlenschutz, Abschirmung von Strahlung und bis zum nächsten Mal.